Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Mario Kaminski wegen versuchten Mordes und anderem wird hiermit fortgesetzt. Mir wurden gestern Nachmittag noch diese Bilder hier gebracht, auf denen man in irgendeinem Hinterzimmer eine Pokerrunde erkennen kann. Ja? Ich habe dann den Herrn Vogt noch mal zu mir gebeten und habe ihm diese Bilder gezeigt. Leider konnte er auf den Fotos niemanden erkennen. Dann habe ich dem Herrn Vogt aber auch noch das Überwachungsvideo der Polizeistation gezeigt, auf der diese Bilder abgegeben wurden. Und da hat er auf diesem Überwachungsvideo tatsächlich jemanden erkannt, und zwar eine Bekannte von Lutz Schuster, der ja bis jetzt verschollen war. Ja? Und diese Bekannte heißt Susanne Gerdes. Und dann habe ich gestern auch noch eine Polizeistreife zur Wohnung von Frau Gerdes hingeschickt. Und haben sie tatsächlich den Lutz Schuster gefunden. Gott sei Außerdem habe ich noch veranlasst, dass diese Bar Bier in Bubs noch mal durchsucht wird. Zu den Untersuchungsergebnissen und Durchsuchungsergebnissen kommen wir dann später noch. Jetzt hören wir uns allerdings zunächst mal den Zeugen an. Lutz Schuster, bitte. Ich bin so froh, dass du lebst. Herr Kaminski versiegelt heute dasselbe wie gestern. Sie halten sich zurück. So. Herr Schuster. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen, das wissen Sie sicherlich. Ja? Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar, das weiß man eigentlich auch. 55 StPO, ich belehre Sie außerdem. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst vielleicht belasten könnten. Klar soweit. Sie heißen Lutz Schuster, Sie sind 32 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ledig, Sie sind Kfz-Mechatroniker. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Joachim Vogt am Abend des 6. Februar 2010 in ihrer Wohnung brutal zusammengeschlagen zu haben, ihn dann gefesselt zu haben, mitgenommen zu haben und später noch versucht haben, ihn im Rhein zu versenken. Also es soll bei dem Ganzen ja um Spielschulden von ihm gegangen sein und der Vogt soll eigentlich Opfer einer Verwechslung geworden sein. Das ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Ich habe total Panik gekriegt und wollte ich nicht mehr in meiner Wohnung bleiben. Deswegen habe ich mich bei Susanne versteckt. Wieso haben Sie denn nicht auf die Anrufe von Herrn Vogt reagiert? Der hat sich Riesensorgen um Sie gemacht. Ich hatte Schiss, dass die mich dann kriegen. In meiner Panik habe ich vergessen, dass er mich besuchen wollte. Ja, ich kann Ihre Angst gut nachvollziehen, wenn Sie da mal hinschauen wollen. Schauen Sie mal, das sind die Verletzungen, die letztlich Ihr Kumpel an Ihrer Stelle einstecken musste. Wenn man das sich anschaut, dann sieht man, wie brutal die Prügel gewesen sein muss. Ja, es tut mir echt leid. Aber wer weiß, ob ich überhaupt mit Prügel davongekommen wäre. Warum haben Sie denn eigentlich so große Angst? Und vor allem, vor wem? Na, vor Harry, Harald Löwen, dem Besitzer von Bier und Bubs. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie da in Bier und Bubs Poker gespielt haben? Ich poker ja schon länger und mit einem Kumpel war ich eigentlich immer in so einem Casino. Und eines Abends, da hat mich mal einer angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, um richtig viel Kohle zu zocken. Er meinte, dass man bei ihm richtig viel Geld gewinnen kann. Schauen Sie mal, Herr Schuster, haben Sie diese Fotos gemacht? Ja, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass bei den Typen, die diese Turniere veranstalten, irgendwas nicht ganz koscher ist. Und ich habe gedacht, mit den Bildern kann ich mir irgendwann den Arsch retten. Aber das hat ja offenbar nicht ganz so geklappt. Das haben Sie vorhin gesagt, Sie hätten da drei- oder viermal bei solchen Hunden mitgespielt. Haben Sie gewonnen oder verloren? Also am Anfang bin ich immer mit plus minus null gegangen. Aber einmal habe ich 25.000 Euro verloren. Und ich habe das Geld nicht zurückzahlen können, weil ich einfach nicht so viel Geld habe. Die haben mir sogar noch einen Kredit angeboten, dass ich weiterspielen kann. Und hatten Sie beim nächsten Mal mehr Glück? Nein, ich habe nochmal 20.000 Euro verloren und dann sind die echt ungemütlich geworden. Und dann habe ich Bekanntschaft mit so einem Schläger gemacht und der hat gesagt, ich muss das Geld bis zum 6.2. auftreiben. Ich wusste, dass ich das nicht hinbekomme, deswegen bin ich abgehauen. Bestimmt war der in meiner Wohnung und wollte das Geld abholen. Na gut, dann hat er eben Joachim Vogt für Sie gehalten, hat ihn, nachdem er ihm kein Geld geben konnte oder wollte, niedergeschlagen, brutal niedergeschlagen und dann auch noch versucht, ihn zu töten. Die Typen sind echt krass, deswegen habe ich mich ja dünne gemacht. Ich habe echt keine Lust mehr, hier als Killer dargestellt zu werden. Keine Frage der Lust, Herr Kaminski. Ja, aber ich kenne den Fuzzi doch gar nicht. Klar bist du eiskalt, das weiß ich ganz genau. Was für ein Scheiß weißt du? Doch, und ich weiß auch, dass du für Harry schon mal einen umgebracht hast. Ey, das nimmst du jetzt sofort zurück, du Arschloch, ja? Herr Kaminski, wirklich? Sie setzen sich jetzt sofort wieder hin. So geht folgende Beschluss. Das ist so ein Scheißverzeichnis. Seit gestern rede ich auf Sie ein. Hören Sie auf damit. Folgender Beschluss gegen den Angeklagten Kaminski. Trotzdem. Hören Sie mir mal so nebenbei zu. Nur dann hat es nämlich eine erzieherische Wirkung. Gegen den Angeklagten Mario Kaminski wird hiermit eine Ordnungshaft von 3 Tagen verhängt. Geht das in Ihren Kopf rein? Sie fühlen sich jetzt mal anständig auf, ja? Schwere Anschuldigungen, die Sie da gegen ihn erheben. Ist auch der Grund dafür, warum er hier ausrastet. Haben Sie da irgendwie konkrete Anhaltspunkte? Ja.
Hier. Ich habe genau gesehen, wie er auf den Mann aus nächster Nähe geschossen hat. Ja, das ist sicherlich auch für alle, also vor allem Herrn Staatsanwalt, Herrn Verteidiger, interessant. Allerdings ist es so klein, könnten Sie Bluetooth aktivieren bei Ihnen am Rechner? Machen Sie es bitte gerade mal, Frau Barbour. Und dann schicke ich Ihnen das Foto, damit wir es vielleicht da oben dann auf den großen Bildschirm legen können. Angekommen? Ja, dann geht folgender Beschluss. Das Foto wird in Augenschein genommen. Aha. Wo ist denn das Foto entstanden? Im Hinterhof von Bier und Bubs. Während eines Turniers war ich mal schnell ein Rauchen und da habe ich das gesehen und mit dem Handy fotografiert. Die Typen sind echt so krass, ey. Deswegen habe ich da so eine Angst. Herr Kaminski, sind Sie das? Natürlich nicht. Das sieht man doch irgendwie so. Sieht das sowieso jeder bei uns im Viertel so aus. Ich bin das auf keinen Fall. Das könnte jeder sein. Klar bist du das. Ich habe dich genau gesehen. Und ich weiß auch, dass das alles von Harry ausgeht. Und wenn er heute nicht verhaftet wird, dann brauche ich den Saal hier nie wieder zu verlassen, weil ich das nicht überlebe, dass ich den hier hingehängt habe. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja? Gibt es noch weitere Fragen? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dürfen Sie bitte hinten Platz nehmen. Danke, Herr Schuster. Stellen Sie sich wieder zu mir. Könnten Sie sich auch wieder neben mich stellen? Dann fühle ich mich sicherer. Wenn dann jeder seinen persönlichen Beschützer hat, dann können wir ja den nächsten Zeugen aufrufen. Harald Löwen, bitte. Herr Löwen, guten Tag. Nehmen Sie erstens Platz, zweitens die Brille ab. Dann belehre ich Sie, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. 55 StPO, ich belehre Sie außerdem, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Klar soweit. Ja. Sie heißen Harald Löwen, 50 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind geschieden. Sie sind Gastwirt, Sie betreiben diese Bar, Bier and Bubs. Und mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert. Aber er ist Ihr Angestellter, Herr Löwen. Und Ihrem Angestellten, dem Herrn Kaminski, wird vorgeworfen, er soll am 6. Februar 2010 den Herrn Vogt, das ist der Herr da hinten im grünen Hemd, in der Wohnung des Herrn Schuster ganz schrecklich vermöbelt haben. Er soll ihn dann gefesselt haben, er soll ihn mitgenommen haben und am Ende soll er versucht haben, ihn im Reim zu versenken. Und das Ganze aus einer Verwechslung heraus. Ja. Und was und zwar, weil der Herr Schuster, für den der Herr Kaminski den Herrn Vogt gehalten haben soll, ihnen viel Geld aus irgendeiner Pokerrunde schulden soll. Eine Pokerrunde im Hinterzimmer Ihrer Bar. Also bei mir im Hinterzimmer wird überhaupt gar nicht gepokert. Und Herrn Schuster? Und außerdem kenne ich... Ja, bitte, kennen Sie die? Ein Herrn Lutz Schuster oder Herrn Joachim Vogt kenne ich überhaupt nicht. Drehen Sie halt mal um, schauen Sie beiden an. Einer in Jeansjacke, der andere mit einem grünen Hemd. Kennen Sie die beiden Herren? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und die beiden, die würden sich ins Bier und Pups sowieso nicht reintrauen. Der Herr Schuster hat gerade eben noch mal versichert, dass er im Hinterzimmer Ihrer Kneipe gepokert habe. Ach, um das Geld. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Schauen Sie mal, ich habe hier ein paar Fotos von der Pokerrunde. Ja? Ja, und wer sagt denn, dass die Jungs da auf dem Foto... Schauen Sie mal, und gestern ist ja bei ihm durchsucht worden, hat die Polizei von dem aufgeräumten Hinterzimmer dieses Foto hier gemacht. Ja gut, das sieht ein Blinder, dass das ein und dasselbe Zimmer ist. Aber wer sagt denn, dass die Jungs um Geld pokern und nicht eine Runde Skat? Ja, dann schauen Sie sich die Foto vielleicht mal genauer an. Ich meine, die Brille, die Sie da hochgeklappt haben, eine Sehbrille ist. Gucken Sie vielleicht mal. Gehen wir mal extra nah dran, hier. Geld in dem Koffer, Chetons auf dem Tisch. Warum, wenn er nicht gepokert wird, ja, wenn er nicht illegal gepokert wird? Was weiß ich denn, was die Chetons auf dem Tisch sollen? Das Bargeld, das ist meins. Und gut, in dem Koffer bringe ich meine Monatseinnahmen. Und die Chetons können Sie sich nicht erklären, ja? Nein, aber das natürlich weiß ich, sagen nicht. Sie da. Mir fällt Ihnen nicht ein. Nein. Ah, und der Koffer mit Ihrem Bargeld, mit den Monatseinnahmen, da der steht da immer offen im Hinterzimmer, damit sich jeder bedienen kann, das ist oder wie? Mein Bargeld. Und mit dieser Kohle spielt mit Sicherheit keiner Poker. Was anderes haben die Ermittlungen ja auch nicht ergeben, dass offenbar nicht gepokert wird. Also Sie haben ja ermittelt, Sie haben ja durchsuchen lassen, Herr Staatsanwalt. Ach nee, natürlich habe ich ermittelt. Ich habe sogar angeklagt, Herr Vorländer. Sie erzählen mir nichts Neues. Lutz Schuster hat bei Ihnen gepokert, davon bin ich überzeugt. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie den Angeklagten dann auf Herrn Schuster angesetzt haben, um das Geld einzutreiben. Und ich bin überzeugt davon, dass der Angeklagte dann Herrn Schuster mit Herrn Vogt verwechselt hat. Nur dummerweise hat Herr Vogt den Angeklagten mit niemandem verwechselt. Er weiß, dass er es war, der ihn krankenhausreif geschlagen hat. Ach, der Mario war das doch sicher nicht. Das ist einer meiner friedlichsten Angestellten. Mhm. Hören Sie mal auf. Als friedlich würde ich dieses Foto hier nicht gerade unbedingt bezeichnen, ja, die Szene.
Ich gebe zu, ja, ganz friedlich sieht's nicht aus. Aber was weiß ich, was meine Angestellten in der Freizeit tun? Das geht mich auch nichts an, will ich auch gar nicht wissen. Also aber der Mario ist immer ein anständiger Mitarbeiter, wenn er an der Tür steht. Ja, ich bin das doch überhaupt nicht auf dem Foto. Ich weiß, das ist Chef aber ganz anders offensichtlich. Ja, ja. Das ist Ihr Doppelgänger, ne? Ich weiß ja, ganz ehrlich nicht, ob Sie mich für dumm verkaufen wollen. Mit dem Doppelgänger, was glauben Sie eigentlich? Und Ihnen sage ich auch was. Den Hinterhof werden wir jetzt noch mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir werden schauen, ob wir da nicht noch weitere Blutspuren finden. Wir werden Sie ganz genau im Auge behalten. Und wenn wir dann nur irgendwas finden, kriegen Sie richtig Probleme. Ich sage Ihnen nichts Neues, glaube ich. Bitte, kommen Sie ruhig vorbei. Ist mir doch scheißegal. Ja, Herr Löwen, wo waren Sie denn am Abend des 6. Februar, also um 20.30 Uhr? Oh, das kann ich Ihnen genau sagen. Da war ich im Büro und habe meinen Buchhaltungsquatsch gemacht. Wissen Sie, ob der Angeklagte auch den ganzen Abend in Ihrer Kneipe war? Ja, nee, weiß ich nicht. Aber ich bezahle ihn immerhin so gut, dass er seine Arbeit bei mir macht. Ja, und die Zeugin Tamara Binek, die hat ja gestern auch ausgesagt, dass mein Mandant zur Tatzeit im Bier und Bubs gewesen ist. Naja, ich bin überzeugt davon, dass der Angeklagte seine Arbeit gemacht hat, ne, Herr Kaminski. Aber eben nicht als Türsteher, sondern als Geldeintreiber. Und dann hat er dummerweise beim Schuldeneintreiben Lutz Schuster verwechselt mit Herrn Vogt, der ihm die Tür aufgemacht hatte. Als er dann sein Irrtum erkannt hat, hat er den Herrn Vogt mitgenommen, ihn vorgeführt, um mit ihnen zu klären, was denn mit Herrn Vogt passieren soll. Mir ist überhaupt niemand vorgeführt worden. Oder hat der das vielleicht da behauptet? Er hat es behauptet. Sehen konnte er leider nichts, weil man ihm dummerweise Klebeband über die Augen gemacht hatte. Aber hören konnte er. Die Ohren waren frei. Und da hat er gehört, dass geklärt werden sollte, ob er nun entsorgt werden soll, weil er eben der Falsche ist. Also das ist doch wohl das Allerletzte. Ich habe auch gar keine Lust mehr, hier zu sitzen. Sie können ihn aber jetzt nicht einfach gehen lassen. Da sind wir beide aber tot. Das überleben wir doch nicht, wenn wir hier raus sind. Was machen wir denn jetzt? Ich schaff das nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt können wir nur noch unser Testament machen. So gut können wir uns gar nicht verstecken, dass uns Harald nicht findet. Wir sind so gut wie tot. Tamara, bitte. Das kann nicht das Ende sein. Wissen Sie vielleicht doch was von irgendwelchen illegalen Pokerrunden, die im Hinterzimmer dieses Bier and Boobs stattgefunden haben sollen? 55 StPO. Sie müssen die Wahrheit sagen hier. Sie müssen sich nur nicht selber belasten. Ja, sag mal, spinnst du? Vergiss bitte ja nicht, an wessen Stange du deinen Arsch schwingst. So. Und ohne mich wärst du ein Nichts. So, Herr Löwen, und Sie hören jetzt sofort auf, die Zeugin hier zu beeinflussen oder gar einzuschüchtern. Haben wir uns da verstanden? Und Sie lassen sich bitte nicht einschüchtern. Sie brauchen überhaupt keine Angst vor ihm zu haben, ja? Und es gibt sicher andere Jobs für Sie als den an seiner Stange da. Wenn Sie wirklich Ihr Studium zu Ende bringen wollen, ich kann mich erinnern, dass Sie gestern gesagt haben, das ist nicht Ihre Welt, Sie machen das nur, weil Sie Ihr Studium finanzieren wollen. Ja, das stimmt dann schon. Dann ist es allerhöchste Zeit, dass Sie mal aus diesem Milieu rauskommen. Was wissen Sie über Pokerrunden im Beer and Boobs? Ja, eigentlich nicht so viel. Ich habe hin und wieder mal ein, zwei Getränke ins Hinterzimmer gebracht. Aber ich habe mir nichts bei gedacht. Ich meine, sollen die Typen doch ihre Kohle verzocken. Aber als dann ein, zwei Spieler andauernd einen Haufen Kohle bei Harry abgeliefert haben, da habe ich mich schon gewundert. Waren Sie auch dabei, als der Herr Vogt zu Herrn Löwen gebracht wurde? Ich habe mitbekommen, wie Harry zu Mario gesagt hat, dass er ihn entsorgen soll. Und warum haben Sie da nichts gesagt? Ja, weil ich mich nicht getraut habe. Harry hat doch mitbekommen, dass ich alles gesehen und gehört habe. So ein Schwachsinn. Ich habe auch mitbekommen, wie Harry zu Mario gesagt hat, dass er Lutz mal so richtig einschüchtern soll, damit er seine Schulden bezahlt. Ich kriege hier echt einen Vogel. Sie haben ja doch ein bisschen reinen Tisch hier gemacht. Wollen Sie denn bei Ihrer Aussage von gestern bleiben oder wollen Sie dem noch was hinzufügen oder vielleicht was korrigieren? Haben Sie wirklich an dem 6. Februar abends den Schichtplan gemeinsam mit dem Mario Kaminski gemacht? Ich habe den Schichtplan schon gemacht, aber alleine. Ach man, Harry wollte, dass ich das sage. Ich kriege hier echt einen Vogel. Ja, ich glaub dir. Die drei haben alle den gleichen Film gesehen. Also ach, das hat doch alles nicht mehr mit der Realität zu tun. Scheiße. Danke. Noch Fragen an Herrn Löwen? Keine. Fragen noch an die Frau Binek? Dann bleiben beide unvereidigt. Nehmen Sie mal ganz brav da hinten Platz. Es ist angekommen bei Ihnen. Dann haben wir noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Wird hiermit verlesen. Mario Kaminski. Drei Eintragungen, 19.11.2005, Amtsgericht Düsseldorf, vorsätzliche Körperverletzung, 60 Tagessätze Geldstrafe zu je 50 Euro. Dann 19.08.2006, Amtsgericht Düsseldorf, vorsätzliche Körperverletzung, 120 Tagessätze Geldstrafe zu je 50 Euro. Und 10.07.2008, Amtsgericht Düsseldorf, gefährliche Körperverletzung, 10 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, Bewährungszeit 3 Jahre.
Noch irgendwelche Anträge, weitere Erklärungen? Keine, vielen Dank. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hochsicht, der Verteidiger Joachim Vogt wurde verwechselt, aber der Angeklagte, der wurde nicht verwechselt. Der Geschädigte hat ihn eindeutig bei einer Wahllichtbildvorlage erkannt. Und die Zeugin Bienek, die hat heute hier im Laufe der Verhandlung zugegeben, dass sie dem Angeklagten zunächst ein falsches Alibi gegeben hatte. Sie hat außerdem noch einiges mehr zu berichten gewusst, was sich 1:1 mit der Anklageschrift deckt. Es gab sie tatsächlich, die illegalen Pokerrunden. Und Herr Schuster war einer der großen Schuldner gewesen, der dann beim Eintreiben der Schulden verwechselt wurde mit dem Zeugen Vogt. Und dann sollte bzw. wollte eben der Angeklagte den Zeugen Vogt töten, als vermeintlichen Herrn Schuster. Hinter all dem stand der Herr Löwen, der Zeuge Löwen. Und das ist ein sehr gutes Stichwort. Herr Löwen, ich nehme Sie in dem Moment vorläufig fest. Herr Seelhoff, Sie kümmern sich bitte darum. Es besteht der dringende Tatverdacht. Ich erkläre Ihnen das gerne. Der dringende Tatverdacht, jedenfalls der Anstiftung zum Mord. Da wird noch einiges an Vorwürfen hinzukommen. Und mir ist es zu blöd, etwas feiner vielleicht ausgedrückt, zu gefährlich, Sie hier noch weiter sitzen zu lassen. Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr. Das war versuchter Mord. Wir sind wieder bei Ihnen jetzt, Herr Kaminski. Versuchter Mord war das zur Verdeckung einer Straftat. Reiner Zufall, dass es gut gegangen ist. Das Motiv war widerwärtig gewesen. Sie haben den Zeugen ins Wasser geworfen, gingen fest davon aus, dass er dabei draufgehen würde. Und dem Zufall haben wir zu verdanken, dass Sie hier nur in Anführungsstrichen wegen versuchten Mordes sitzen. Und da sehe ich ganz ehrlich, für eine versuchsbedingte Strafrahmenverschiebung oder für eine versuchsbedingte Strafmilderung in der weiteren Folge überhaupt keinen Raum bei diesem Zufall. Nach alledem beantrage ich hier für Sie eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ohne Frage ist dem Herrn Vogt Schlimmes widerfahren und Ihnen gilt meine ehrliche Anteilnahme. Aber ist mein Mandant dafür wirklich verantwortlich? Ist er der Täter? Ich meine, dass das, was hier in der Beweisaufnahme zusammengetragen worden ist, an vorgeblichen Beweisen, dass das nicht ausreichend ist für eine Verurteilung meines Mandanten zu einer lebenslangen Haftstrafe. Da haben wir einmal die angebliche Wiedererkennung meines Mandanten durch den Herrn Vogt. Der war noch in Panik, der stand unter Schock, der war schwer verletzt. Eine Verwechslung ist da sehr wohl möglich. Und gleiches gilt für dieses Foto, was wir uns vorhin angeschaut haben, von dem Handy. Da ist auch mein Mandant nicht einwandfrei erkennbar und auch das, was wir dort sehen, ist nicht eindeutig erkennbar und zuordnenbar. Und schlussendlich die Zeugin Tamara Bienek. Deren Aussagen sind aus meiner Sicht mit größter Vorsicht zu bewerten. Es steht noch lange nicht fest, Herr Staatsanwalt, dass hinter dieser ganzen Geschichte tatsächlich ein illegales Glücksspiel steckt und weitere kriminelle Machenschaften. Das bleibt neuen eigenen Ermittlungen vorbehalten. Ich meine, hier und jetzt in dieser Hauptverhandlung ist mein Mandant mangels Beweisen freizusprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Kaminski, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen und haben das letzte Wort. Nee, schon okay. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Mario Kaminski ist schuldig gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung und mit Freiheitsberaubung und des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Freiheitsberaubung. Paragraphen 211, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 1 und 5, 239 Absatz 1, 240 Absatz 1 und 3, 22, 23, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. So geht der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf vom 8. Februar 2010 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Wieso bitte sollten die drei da hinten, die Frau Bienek, der Herr Schuster, der Herr Vogt, lügen? Ich kann überhaupt keinen Grund erkennen. Erstmal die Frau Bienek. Die hat überhaupt keinen Vorteil davon. Im Gegenteil, der Job ist weg. Ja? Ein Falschaussageverfahren hat sie jetzt auch noch am Hals. Nein, die hat ganz richtig erkannt, es kann so nicht weitergehen. Und sie hat uns das gesagt, was sie wirklich mitbekommen hat. Pokerturniere im Hinterzimmer. Dann hat sie mitbekommen, wie sie beauftragt wurden, den Herrn Vogt zu töten. Und zwar vom Herrn Löwen beauftragt. Und dann hat sie auch noch das Alibi zurückgezogen. Warum denn soll sie da lügen? Genauso der Herr Vogt. Also der hat doch überhaupt nicht den Mumm hier. Sie zu Unrecht zu belasten, dafür hat er vor Ihnen viel zu viel Angst. Ja? Der war an der ganzen Sache unbeteiligt. Der hat auch gar keine Gelegenheit gehabt, sich mit dem Herrn Schuster abzusprechen, ganz nebenbei. Und der hat gesagt, ihre Stimme hat er erkannt, ihr Gesicht hat er am Anfang gesehen. Ja? Und es hat auch ein Detail hervorragend gepasst. Sie haben, was gar nicht ihrer Statur entspricht, fürchterlich aufgejault, als es im Gesicht getroffen hat. Warum? Weil sie da eine Wurzelbehandlung vor kurzem gehabt haben. Es passt alles zusammen. Er hat es ganz detailreich
und auch mit den Spuren übereinstimmend geschildert. Und dann der Herr Schuster, der lieferte uns eine Erklärung für das Ganze. Er hatte nämlich Schulden aus diesen Pokerspielen und nur Zeit bis zum 6.2. das zurückzubezahlen. Und deswegen hat der Herr Löwen sie angestiftet, ihn einzuschüchtern. Dann kam es zu der Verwechslung. Und da meinen wir, kommt nur eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe in Betracht. Es ist doch ein Zufall gewesen, dass der Herr Vogt noch am Leben ist. Sie haben eine intensive Brutalität an den Tag gelegt. Sie haben ihn eingeschüchtert, selbst hier im Sitzungssaal noch. Das fällt ganz massiv ins Gewicht und bei den Herren, bei beiden zu Angstzuständen letzten Endes geführt, die eben auch bis heute anhalten. Und dann wird noch ein weiteres Verfahren auf sie zukommen. Aufgrund dieses Fotos hier wird der Staatsanwalt mit Sicherheit ein weiteres Verfahren wegen eines Tötungsdelikts einleiten und dann wird man mal sehen, wer dieses Opfer hier überhaupt ist. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, und an Sie drei da hinten nochmal. Sie haben genau das Richtige getan. Sie haben die Ursache für Ihre Ängste benannt und dadurch kann am Ende diese Ursache auch gebändigt werden. Ja? Genau wie Sie sagen, so konnte es nicht weitergehen. Und das ist allemal besser, als den Kopf in den Sand zu stecken. Denn wie heißt so schön im japanischen Sprichwort, wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann schaut immer noch der Hintern raus. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Tamara Binek wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten mit Bewährung verurteilt. Harald Löwen wurde wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels und jeweils wegen Anstiftung zum Mord, zum versuchten Mord, zur gefährlichen Körperverletzung, zur versuchten Nötigung und zur Freiheitsberaubung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Lutz Schuster wurde wegen Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel in 3 Fällen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro, also insgesamt 2.400 Euro verurteilt. Der Angeklagte Mario Kaminski wurde in einem weiteren Verfahren unter Einbeziehung des heutigen Urteils wegen Mordes und unerlaubten Führens einer Schusswaffe erneut zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt.